Kidman? Jo, und ein herzliches Willkommen hier bei The Evil Within, Kapitel 13, Opfer! Und Kidman ist hier das Opfer, weil sie ist abgestürzt. Und schon wieder ein Auge, dass Gegner in der Nähe sind. Wir sind hier im letzten Kapitel durch mit dem Bus gefahren und sind entkommen, weil Ruvik uns hier ins Haus gejagt hat. Der Böse. Hier liegt überall Zeug. Deswegen will ich eigentlich noch gar nicht zum Bus gehen. Ja, und jetzt sind wir im neuen Kapitel. Das Opfer heißt. Yeah, ganz toll. Und Kidman hat es mit dem Bus erwischt. Ist runtergefallen jetzt, wie es aussieht. Hey, ein Spiegel, man sieht mich nicht. Selbst die selbst die Türen sind so vernetzt. Sicher gibt es hier irgendwo so Statuen, die man ja leider nicht sieht, weil man nicht dran denkt. Sicherlich. Spritze gibt es natürlich auch. Muni gibt es nicht mehr so viel. Oh mein Gott, hab ich wenig Muni. Kann man nicht kaputt machen. Sonst hier irgendwo was? Brain. Hier. Kann natürlich. Drücken. Ja! Gut. Gel, ganz viel Gel. Und wenn ich nochmal drück, geht nicht mehr. Boah, Automat hat uns Gel gegeben. Ich will gar nicht weiter. Ich will mich erst hier umgucken. Koffer. Da hat jemand seinen Schuh verloren. Okay, wahrscheinlich gibt es hier einfach nichts mehr. Wahrscheinlich habe ich es eh versaut. Ah, da hinten liegt noch was. Ich komm von hinten. Nicht, dass der einfach mal anfängt zu reden und sagt: Ja, Kidman ist da runtergefallen. Wir müssen sie retten. Kommt sicher auf Ideen. Na, hoch kann ich sicher auch, wie es aussieht. Ja, ich komme. Ah, okay. Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen vom falschen Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden um eine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre es verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? Oh, aber Tabasuel! Aha, hier war auch eine Tür mal. Sollen wir erst mal gucken, was hier. Kidman. Wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Aber reden tun wir mit dem nicht. Okay, dann heißt das gleich hier rein, hä? Wir gehen erstmal durch. Wieder hier. Und hier sieht immer noch alles gleich kaputt aus. Mich hier jemals wieder? Nein, anscheinend nicht. Guck mal, ob was in unserer Zelle liegt. Vielleicht so ein Geschenk, so. Hey, sie sind wieder zurück. Naja, oder auch nicht. Und sie ist wieder weg. Sie wird gleich wieder durch die Wand kommen. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ja, die auch natürlich. Und eine neue Zeitung. Anwesen brennt ab. Jahrhundertealtes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des rückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Okay. Interessant. Interessant. Wir haben immer noch keinen Schlüssel, oder? Soweit ich weiß. Wir haben auf der Fahrt keinen Schlüssel gefunden. Komischerweise. Wir waren wahrscheinlich so versteckt. Nein. Natürlich nicht. Sicher so versteckt. Und Dings habe ich 8000 oder so. Kann es sein? Ich weiß es nicht, ich habe nicht drauf geachtet. So, was haben wir denn? 6750. Ja, es lohnt sich eigentlich nicht.
Wir was für was Teures sparen. Für das Ende irgendwann. Warum gehe ich jetzt nicht einfach hier durch? Wieder zurück. Okay, das heißt, wir müssen hier weiter, hä? Kidman? Wo ist der Bus? Ja, ganz weit runtergefallen, hä? Wie das aussieht hier. Und da wir gerade Augen hatten, sind da natürlich auch Gegner in der Nähe. Ja, klar. Was macht der? Bombenscharf. Oh Gott, was machen die hier? Manu. Josef? Kommst du mit oder bleibst du hier? Kontrollbunk. Yeah, wenigstens etwas. Ist das Säure? Juhu, Gel. Juhu, Teile. Noch mehr Gel? Ist das Falle? Ja. Entschärfen. Boah. Spezielle Falle, hä? Entschärfen. Grün. Ah, da geht die Säure aus, hä? Toll, ätzende Säure. Ja, Josef guckt da oben runter und denkt sich, hey, geh du vor, ich komme irgendwann mal nach. Oh Mann, es wird hier so ruhig. Hallo? War ich nicht? Ich war nicht der Böse. Ich traue den Türen nicht. Oh oh. Oh, stürzt sie alles ein. Die Türen sind normalerweise zu, da darf keiner rausspringen. Schleichmodus aktiviert. Wo ist der Zombie? Verschwunden. Oha. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Alter, das ist ein weiter Weg darüber. Du willst wirklich darüber kommen. Alter, hast aber noch viel vor dir. Oh nein. Oh, ein Fahrstuhl. Der gleich zusammenbricht, wenn wir drauf gehen. Ja, super. Ich freue mich. Genießen wir hier die Aussicht. Da drüben ist die Klinik. So weit sind wir gar nicht mehr entfernt. Ah, ich muss es kaputt schießen, ne? Munition alle. Oh, falsch. Falsche Waffe. So, dann ist der Fahrstuhl weg. Das heißt abwärts. Josef, kommst du mit? Wir müssen hier durch den Lüftungsschacht. Freust du dich? Josef? Churchill hat ein Leben, hey. Nicht einstürzen. Alter. Ja, und Josef traf nicht wieder mit. Riskier das lieber nicht. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Ja, er sieht einen anderen Weg. Genau. Und wir müssen den Weg nehmen hier. Vielleicht verarschen oder so. Da schlemmt doch was rum. Scheiße. Erst Kidman, dann... Josef. Und ich höre doch was. Da läuft einer. Ja, und wo läuft der? Der kommt doch näher. Hallo? Der klopft doch schon an. Yippie!
Und so wieder so fallen vom Wächter. Nein! Nein! Bitte! Nein! Nein! Oh nein! Der schon wieder. Oh Mann! Ah, super. Als ich die Drähte schon an den Türen gesehen habe, war mir noch ein bisschen schon irgendwie alles klar, hä? Machen wir erstmal die Falle hier weg. Sag bloß, er läuft hier rum und nachher jagt er uns, oder? Warte mal. Was sagen denn unsere Bolzen, hä? Nicht viel. Feuer. Ich will Feuer bauen. Baue ich Feuer? Oh, jetzt habe ich... Oh Mann, oh. Jetzt habe ich aus Versehen hier wieder gewechselt. Bolzen. Hier, nimm mal. Harpunen können wir natürlich machen. Und auch Brand. So, jetzt habe ich keine Teile mehr. Lustig. Ich freue mich, dass unser Freund wieder hier ist. Das ist rechts lang. Durchs Feuer. Gut. Sicher kommt er gleich wieder, hä? Okay, man hört wieder Zombies. Im nächsten Raum wahrscheinlich, hä? Ganz viele Teile. Den hat's gefressen. Ich versteck mich jetzt in dem Schrank. Hab ich jetzt auch noch nicht gemacht, außer ganz am Anfang, wo ich es musste. In dem Schrank. Seid ihr leise. Seid leise. Seid leise. Läuft jetzt hier rein, oder? Ich höre den doch. Ach, scheiß auf den Schrank. Was ist der Schrank hier? Sicher für böse Taten. Nein, ich wollte mich nur bücken. Warum ist es der gleiche Knopf? Ja, das wollte ich. Oh, aber ziemlich gut versteckt, hä? Okay, der ist aber dann da. Kommt der oder kommt der nicht? Da ist auch eine Falle. Sollte ich jetzt erst entschärfen? Zack, dann ist das schon mal weg. So. Jetzt kann ich gleich, wenn der kommt, mich einmal umdrehen und ihn natürlich erledigen. Hä? Wo ist der reingelaufen? Ist der drüben jetzt da links rein oder was? Ich will aber nicht nochmal gegen den Wächter kämpfen. Es war stressig genug. Hallo. Oh, wow. Where are you? Stimme versagt. Ist jetzt Zulauf, kommt er, oder? Hallo. Kommst du? Ah. Komm. Das ist eine scheiß Waffe, du hässlicher Vogel, du. Ja, chill dein Life. Komm, lauf noch langsamer. Ich hasse dich, du Arsch. Arschkrampel, du. Komm, dreh dich um. Komm, hier ist keiner. Hier ist echt keiner. Du Vogel, es ist hier keiner. Guck, hier ist keiner. Du guckst umsonst. Und da ist noch mal einer. So, das warst du. Wenigstens den mit der Waffe erledigt. Okay, sind überall welche. Nehme ich hier noch die Grütze. To me.
Ach nur nein. Nein. Das ist richtig gesehen. Ruvik-Klone. Ach, klasse. Ah, super. Ha! Ich freue mich. Die Frage, wie läuft der? Kommt auch zu mir gelaufen? Mann, Mann, Mann. Oder läuft der hier einfach nur eine Runde? Okay, der läuft eine Runde, hä? Ist er nur ein Ruvik-Klon in dem Sinn? Ja, der läuft eine Runde. Auf jeden Fall. Ich will hier. Nimm mal das. Geht doch. Alter. Nehmen die Streichhölzer. Hoffentlich sieht er mich nicht dahinter. Ruvik-Klon. 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 Ist die Frage, kann ich den von hinten erstechen oder nicht? Das ist eine gute Frage, hä? Ich habe nämlich das Gefühl nicht. Da ist Ruvik-Klon. Hallo, Ruvik-Klon. Also wie der läuft, läuft er wie ein normaler, beschissener Zombie. Aber ob der genauso stirbt wie ein normaler, beschissener Zombie? Hä? Wie läufst du? Okay, du Hacker. So. Ruvik-Klon. Tschüss. Ich höre noch mehr von den Viechern, hey. Der Krütze übrig gelassen. Hier. Nimm die Krütze. Yippie. Da ist auch noch mal einer. Okay. Fuck. Zack. Der ist Finn. Alle anderen sind mir jetzt gerade egal. Okay, die sind eh da drüben. Da ist noch eine Falle. Die machen wir weg, natürlich. Das heißt ja wieder vorsichtig schleichen und... Naja, schleichen, vorsichtig ist immer so eine Sache. Würde ich mal sagen, hä? Ah, fuck, der hat mich einer gesehen. Fuck, fuck, fuck. Du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. In dem Schrank, ganz versteckt. Oh, hat mich einer gesehen, verdammt. Aber weiß nicht, wo ich hingerannt bin. Doch, wahrscheinlich schon. Na? Kommt er? Kommt er? Kommt er? Egal. Der wird hier irgendwo rumlaufen, hä? Der hat mich durch den Spalt gesehen. Ah, da war er gerade. Na? Komm, 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 komm. So, den haben wir erledigt. Wieder einer weniger. Was blubbert da vor sich hin? Ach, eine Falle. Machen wir die kurz mal entschärfen. Gib Teile. Säure. Aber wenn ich da durchlaufe, bin ich wahrscheinlich hinüber, deswegen. So. Ist das auch frei? Freies Schussfeld. Da komme ich nicht rein.
Da drüben ist nochmal eine Bombe. Gucken wir, ob hier draußen noch was ist. Nein, auch nicht. Naja, aber ich würde mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es weiter, müssen hier weiter durchlaufen und zum Weg zur Klinik finden und zu Kidman. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!